Ich befinde mich jetzt auf dem Weg von Chiang Mai nach Chiang Rai mit dem Bus. Ich nutze dafür den Green Bus. Der fährt von dem Busterminal Nummer 3 in Chiang Mai ab. Die Fahrt hat 190 Baht gekostet. Gestartet bin ich um 8:45 Uhr, machen jetzt gerade eine Pause. Das ist völlig in Ordnung, klimatisierter Bus. Ja, kann man sich wirklich, wirklich nicht beschweren. So, es ist 12.30 Uhr. Ich bin jetzt in Chiang Mai am Busbahnhof angekommen. Und mein Hotel ist scheinbar 5 Minuten zu Fuß entfernt. Mache ich mich mal auf den Weg. So, da sind wir auch schon angekommen im Grandma Kayi House. Schaut ja ganz schnuckelig aus. So, Zimmer ist fertig. Okay. Ja, sind wir im Motel-Style. Ist doch ganz ruhig hier. Dann gehen wir doch einfach mal rein. So, dann kommt. Ja, gut. Ich denke, das passt. Ganz simpel eingerichtet. Aber trotzdem alles da, was man braucht. Ein Wasserkocher. Ein Bett. Und ein Kühlschrank. Fernseher ist auch dabei. Wer es braucht. Okay. Für den Preis auch wieder super. 20 Euro die Nacht. Ich mache mich jetzt auf zum Blauen Tempel in Chiang Rai. Laut Google Maps sollen das ca. 45 Minuten zu Fuß sein. Und ja, das mache ich jetzt einfach. Und wir nähern uns dem Ziel. Ja, mein Telefon sagt mir dauernd, dass das Gerät zu heiß ist. Und ich muss dann immer wieder unterbrechen mit dem Filmen. Ist halt auch einfach sehr warm draußen. Oh ja, da sehen wir schon etwas Blaues. Hier wird gearbeitet. Ah, wo sind die Toiletten? Der Wat Rong Sur Sit, das heißt für wie Tempel des tanzenden Tigers, der wurde vor ca. 100 Jahren an gleicher Stelle errichtet, aber der ist dann ziemlich verfallen, weil sich keiner darum gekümmert hat. Und 2005 hat man dann angefangen, diesen Tempel wieder zu erbauen und fertiggestellt wurde er 2016. Also er ist so in dieser Form noch gar nicht lange dort. Gut, dann begeben wir uns mal ins Innere des Tempels. Naja, Schuhe ausziehen. Ah, okay, ja, da gibt es Schuhregale. And place them on the two stand. Before entering the hall to pay, respect to the Buddha image. Please remove hands and surpasses. Oh, man darf hier gar nicht fotografieren. Aber von draußen. Ja, wunderschön. Wirklich wunderschön. Ja, ich muss sagen, selten so was Hübsches gesehen. Schaut euch mal die Decke an. Ist ja der Hammer. Schön.
ein bisschen witzig. Ich gönne mir jetzt erstmal einen kalten Kaffee. Ja, genau das Richtige jetzt. Reisegruppe Flower Power ist auch am Start. Auf dem Rückweg bin ich jetzt an dem Ban Mai-Markt vorbeigekommen. Doch die schnurke ich mal schnell rein. Ja. Okay, ja, super cheap. Ich sehe schon. Ich denke, hier wird doch jeder fündig. Mega lecker. Ist auf jeden Fall frisch. Jackfruit. Aber findet man nicht so häufig. Aber es ist meine absolute Lieblingsfrucht. Davon weiß ich nicht. Macht süchtig. Ist wirklich, wirklich mega ultra lecker. Wer es noch nicht probiert hat, sollte das unbedingt tun. ist was für die Süßen. Oh ja, das ist voll locker. Oh. Hier sehen wir The Golden Clock Tower von Chiang Rai. Ja, befindet sich mitten im Zentrum. Und ich habe gelesen, dass nachts dieser Turm bunt beleuchtet wird. Muss ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen, wenn es dunkel ist. Stimmt auch sehr schön. Ich brauche jetzt erstmal eine Abkühlung. Da eignet sich der 7-Eleven immer sehr gut dafür. Ich habe es mir mal bequem gemacht, hier im 7-Eleven. Ich denke, ich halte es hier noch eine Weile aus. Oh Gott, ich stink wie ein Esel. Wir haben es jetzt 17.30 Uhr. Auf
wie in Shanghai Rush Hour zu dieser Zeit. Ja, aber jetzt wird es auch deutlich angenehmer, was die Temperatur betrifft. Ja, hinter mir geht die Sonne unter. Und jetzt erstmal zurück ins Hotel. Ein bisschen ausruhen. Und wenn ich nicht gestorben bin, dann mache ich mich später nochmal auf die Suche nach was zum Essen. Im Dunkeln, da leuchten die Pavillons. So, ich bin jetzt auf dem Shanghai Night Bazaar. Das ist quasi sowas wie eine Food Hall. Super gut, ganz viele Plätze, super günstig. Nom nom nom, lecker spicy Papaya Salat und der ist wirklich spicy. Da komme sogar ich ganz schön ins Schwitzen. Und wie so oft, Live-Musik finde ich super. Also die Live-Musik-Kultur in Thailand ist der Hammer. Und es ist natürlich eine nette Unterhaltung beim Essen. Was will man mehr? Und ist gratis. Nom nom nom. Also öffentliche Toiletten gibt es in Thailand schon viele. Das ist ein Segen für mich. Mein 7-Eleven, meine Rettung. Oh, und genau, diese schöne Uhr. Na gut, das schaut ja schon mal aus wie Weihnachtsbeleuchtung in Deutschland. Aber ich habe auch gelesen, dass die Uhr, ich glaube, jede Stunde, also das Farbspiel wechselt. Oder das Farbspiel gibt es jede Stunde, so. Und ja, ist jetzt gerade nicht. Aber schaut trotzdem schnicke aus. Beleuchtet. Das gefällt mir. Wir haben es 10 nach 10. In Shanghai werden die Bordsteine hochgeklappt. Alles hat zu um 10, wirklich alles. Ich bin jetzt am Weißen Tempel. Ich bin mal schnell rübergefahren in 15 Minuten von Shanghai aus, beziehungsweise von meiner Unterkunft. Und hier ist ein bisschen Tumult, weil da jemand illegalerweise eine Drohne über das Gelände fliegen lässt und man hat sie schon versucht abzuschießen. Da ist sie, die Drohne. Ja, dieser goldene Palast ist das Klohäuschen. Kann man mal machen. So schauen die Toiletten von innen aus. Musste ich jetzt doch mal schnell festhalten.
Der Bau des Weißen Tempels begann in den 90er Jahren und ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Mit diesem coolen Typen kann man sich dann auch fotografieren lassen vor dem Weißen Tempel. Witzige Aschenbecher. Um in den Gebetsraum mit der Buddha-Statue zu gelangen, muss man eine Brücke überqueren. Diese Brücke überspannt die Abgründe der Hölle, so heißt es. Und diese Skulpturen sind Gefangene, die ihre Arme emporstrecken, um zu Buddha zu gelangen. Bisschen creepy. Den Gebetsraum selbst habe ich jetzt nicht gefilmt. Soll ja auch noch ein wenig spannend bleiben, falls du vorhast, den Weißen Tempel zu besuchen. Ich bin jetzt direkt vom Weißen Tempel rübergefahren zum Singha Park. Das waren jetzt nochmal 8 Minuten Rollerfahrt. Da steht auch schon der Goldene Löwe. Wer das Singha-Bier kennt, der kennt auch den Goldenen Löwen. Ich persönlich mag das Singha-Bier sehr gern. Eben im Nachbarhotel eingecheckt, weil ja, ich eine Nacht noch drangehängt habe an meinen Shanghai-Aufenthalt. Das Hotel, wo ich gerade eben noch war, das hat leider kein Zimmer mehr für heute frei gehabt. Dann bin ich einfach rübergegangen zum Nachbarn und tada, die hatten noch ein Zimmerchen und das möchte ich dir mal ganz schnell zeigen, weil das total liebevoll eingerichtet ist. Und für 16 Euro, wow, kann man echt nicht meckern.
Ich habe sogar ein Ankleidezimmer. Oh, der Sitzsack ist toll. Den würde ich mit nach Hause nehmen. Ich bräuchte noch einen. Wir haben einen Föhn. Wir haben Hausschuhe. Eine Garderobe. Ein Fenster. Ein Spiegel. Und eine Ananas mit Popio. Genau. Und das Badezimmer ist auch ganz nett gemacht. Was ich gesehen habe. Das ist mein geliebter Teddy. Ich habe ganz viel mit diesem Teddy mittlerweile hier in Thailand gesammelt. Ein Regenschirm, eine Tasche, ein Geldbeutel und jetzt eine Duschhaube. Tada. Und hier haben wir die Küche bzw. den Frühstücksraum. Es ist alles Selbstbedienung. Frische Eier stehen bereit. Kaffee, Tee, Wasser jederzeit verfügbar. Man kann sich hier Sachen selber kochen oder warm machen. Und es ist wirklich total liebevoll eingerichtet. Gefällt mir ganz gut. Einzige Manko ist, dass nebenan gebaut wird. Ich werde mich jetzt auf den Weg zum Flughafen machen, hier in Chiang Rai. Es geht zurück nach Bangkok und anschließend nach Vietnam. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir mit diesen zwei süßen Rackern. Mach's gut!